Tag Freunde, willkommen zu einem weiteren Video der ONC, der Villeneuve-König. Ich bin O'König, das ist von Dartzone, nicht aus der Pro-Reihe, aber die Thunderbolt, ziemlich neuer Blaster. Ich bin echt gespannt, soll der Nachfolger der Spectrum sein, also quasi die Strive-Version 2024 von Dartzone. Was der Blaster so kann, das gucken wir uns heute an. Und zack, sind wir auf der Werkbank angelangt mit der Verpackung von unserer Dartzone Thunderbolt. Ich denke mal, es ist ein Pro-Blaster, aber ist ja gar keiner. Eigentlich ist das die neue Spectrum, wer sie noch kennt von Dartzone. Quasi der Strive, Killer hat man oft genug gehört. Das Strive-Äquivalent. So, das ist die US-Version. Woran erkennt man es? 25 Meter Reichweite wird einem versprochen und alles ist auf Englisch und auf Französisch, aber nicht irgendwelchen anderen Sprachen. Sei es drum. Mitgeliefert. Die Schulterstütze ist schon dran montiert. Wir haben ein blau-transparentes Magazin. Sehr cool. Also die Leute, die blau-transparente Worker-Blaster haben, die werden das lieben. 15 Darts sind mitgeliefert. Und der Blaster an sich hier oben mit so einem Optik-Dingsi, was aber, glaube ich, fest montiert ist. Gucken wir uns gleich an. Rückseite, Abenteuer deren. Hier sieht man noch den Blaster. Leider spiegelt das sehr stark. Mit einem freundlichen jungen Mann, der das Ganze hier mal für uns parat hält. Sehr schön. Man sieht, das Ganze ist batteriebetrieben, sprich, es ist ein Flywheel Blaster. Wir werden wahrscheinlich 6 Mignon-Zellen da reinpacken. Das kriegen wir mit Sicherheit hin. Einstellbar soll das sogar sein, das Sichtgerät. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ansonsten der Rest. Oh, auch der Stock ist einstellbar. Das ist ja cool. Das gucken wir uns genau an. So, den Rest gucken wir einfach uns mal an. Wir machen die nach vorne offene Kartonverpackung da mal jetzt auf. Kabelstrapse. Richtig dicke und hier so kleinere nur. Ich bin überrascht, dass man hier so ein richtig dickes Ding reingepackt hat. Vielleicht haben die Kleinen nicht gereicht. Sei es drum. Ich hole mein Handwerkszeug und dann machen wir ihn auf. So, nachdem wir jetzt genug rumgerissen haben, mit etwas mehr als sanfter Gewalt, habe ich die Dartpackung hier rausgepflückt. 15 Darts mitgeliefert. Wir haben eine Anleitung, die ich glaube eher nicht so brauchen werde. Wir haben das richtig schick aussehende Magazin. Also Leute, die so hellblau durchsichtige Worker-Blaster haben. Das ist das gleiche Blau. Coole Sache. Magazin kommt hier rein. Rastet ein. Letzten Kabelstraps machen wir weg. Und dann haben wir den Blaster auch schon fertig montiert. Batterien machen wir gleich rein. Was fällt als erstes auf? Wir fangen am Griff an. Ein großer Griff, für einen erwachsenen Nerfer gut geeignet. Wie ich schon befürchtet habe, der Feuerschalter sehr snappy, aber er ist groß. Stoße ihn mit dem zweiten Finger an. Finde ich mehr so mittel. Wir haben offenbar keinen Magazin-Look, das ist schön. Das passt. Wir haben einen großen Magazinauswurf. Das ist auch nett. Das passt. Wir haben diesen kleinen Vorgriff hier. Ist ein kleines bisschen wackelig, aber es geht noch, finde ich. Also passt schon. Wir haben auf dieser Seite keine Farbe. Wir haben da Darts und Logo in Orange. Das ist ein Kunststoffeinsatz. Wir haben auf dieser Seite ebenfalls genau gar keine Farbe. Auch hier das Darts und Logo als Kunststoffeinsatz. Dieses coole kleine X hier als kleines Detail. Dann haben wir hier die Jam Door. Macht man auf. Naja, so viel kann man da nicht erreichen, aber vielleicht reicht's. Mit so einem kleinen Lasersymbol drauf. Sieht man das? Das ist ein nettes Detail. Das hier vorne sieht nicht so komisch aus wie der Spectrum. Das ist ja so der Nachfolger quasi davon. Das ist ganz nett. Hier ist das Batteriefach für 6 Mignon-Batterien. Packen wir gleich rein. Und von dieser Seite aus gesehen, fangen wir mit der Schulterstütze hinten an. Reindrücken, ausziehen. Oh, und da ist wieder so eine Airsoft-Buffer-Tube drunter. Das heißt, man kann hier auch andere Sachen dran machen. Das ist ganz nett.
Das hier ist abnehmbar und dahinter bewegt sich das Endstrike Attachment für Schulterstützen. Sehr schön. Kann man also auch andere von anderen Stellen anbauen, Herstellern anbauen. Das rastet in mehreren Positionen ein. Das ist auch eine richtig gute Länge, muss man sagen. Also das ist nett. Karos Hartplastik passt schon. So, unsere Sichtdingsies, wenn man nach hinten durchguckt, da ist ja so ein Fadenkreuz drin und vorne ist ein kleines Korn. Ja, das ist ausreichend, wer sowas braucht. Es ist fest montiert, kann man nicht abmachen. Das hier lässt sich verstellen. Ich mache es mal dann ganz vorne, dann sieht es ein bisschen cooler aus. Es rastet ein, hier ist so eine kleine Raste da drin. Mündung vorne, schön orange, natürlich nicht Endstrike-kompatibel, würde mich auch wundern. Aber es ragt nicht so weit raus oder sowas. Das ist okay, sieht nicht albern aus, das passt. So ein bisschen Maschinendesign, das ist okay. Flywheels, man sieht hier so ein bisschen Belüftungsschlitze, dass die Motoren nicht ganz so warm werden. Das ist ganz nett. Und auf dieser Seite ist das Ganze dann glatt. Ja, sehr nett. Insgesamt, das Magazin klappert ein wenig. Und wenn wir es wegmachen, dann klappert er sehr wenig. Was hier genau klappert, weiß ich nicht. Also so ganz Nerf-Qualität hat das irgendwie nicht, aber es ist viel, viel, viel besser als etwa von X-Shot. Das muss man sagen. Also das drückt sich nicht zusammen beim Zusammenfassen, beim festen Anfassen. Das finde ich, hat Wert. Beladen des Magazins, ganz einfach. Darts reinschieben, reinpacken und dann abfeuern. Aber dazu müssen wir natürlich erstmal ein paar Batterien ins Gehäuse reinpacken. Wir haben keinerlei Möglichkeit, eine Schlaufe oder sowas dran zu machen. Das finde ich sehr schade. Das hätte der Blaster wirklich gut getan. Hier vorne würde ich es nicht dran machen, weil das zieht man einfach ab. Das macht keinen Sinn, dort was festzumachen. Auch hier an der Schulterstütze ist nichts vorgesehen. Auch wenn man so aussieht, ist nichts vorgesehen. Schade. So ein Tragegriff oder irgendeine Öse, das wäre es gewesen. Abmessung des Blasters von ganz hinten bis ganz vorne sind es 57 cm mit eingezogener Schulterstütze. Von ganz oben hier an diesem Optikding sie bis zum Magazin unten sind es 34 cm, also der ist nicht gerade ganz klein. Die breiteste Stelle sind 6 cm breit und der Blaster hat die breiteste Stelle hier an diesem etwas vorstehenden Flywheel Cage. Deswegen ist der Blaster auch nicht symmetrisch. Wenn das nicht gewesen wäre, wäre er es. Also für den, der das interessiert. So. Fehlt uns noch was bei der Betrachtung des Blasters? Eigentlich nicht. Wir packen jetzt ein paar Batterien ins Batteriefach rein und dann schauen wir mal, wie der Blaster performt. Man öffnet diese Schraube. 2, 4, 6 Batterien. Das Schöne ist, alle Batterien zeigen in die gleiche Richtung. Das macht das Einlegen unfassbar leicht. Schraube zu. Und der Blaster ist bereit. Das hört sich schon ganz, ganz ordentlich an. Ich bin gespannt, was der Blaster dich am Kroni und dann draußen im Garten so sagt. Kurz noch zum Magazin. Ich habe es jetzt mal vollgeladen mit 15 Darts. Dann ist es auch wirklich schon sehr straff. Also 14 wäre vielleicht ein bisschen besser. Was ich wirklich mag, ist, man kann bei hellen Darts super leicht sehen, wie viele jetzt gerade da drin sind. Wenn man dunkle Darts hat, kann man immer noch durch diese Sichtfenster sehen, was da so sich ladungstechnisch drin verbirgt. Das finde ich schon richtig gut. Also es ist echt cool. Was mich halt nur überrascht, diese Kombination hellblau durchsichtig zu grün. Also irgendwie, das beißt sich. Ich hätte den jetzt eher so in blau gesehen. Aber Details. Kann man ja lackieren, wer es möchte halt. So, Blaster ist geladen. Ab zum Kroni und dann nach draußen. Wir testen die neue Thunderbolt. Erst mit den mitgelieferten Chili Darts, dann kommen 5 Elite Darts und zum Schluss 5 China Force, wie wir sie bei der ONC einsetzen. Mal sehen, was das Kroni sagt. Durchschnitt 95 FPS ohne Modding. Das ist eine Rakete. Meine Güte, zumindest mit den mitgelieferten Darts. Wow. Elite Darts. Durchschnitt 100,5 Punktlandung. Das ist so gerade eben noch safe für U18 bei uns. Mit Elite Darts. China Force.
88,8 FPS mit den Channel 4 Starts, die wir bei der Owens Zwingern setzen. Damit ist der Blaster definitiv U18 safe. Aber meine Güte, der braucht eigentlich kein Modding. Also machen wir natürlich mit Sicherheit, aber brauchen, was wir packen raus nicht. Wohlgemerkt, USA-Version. Ob die europäische genauso kräftig sein wird, weiß ich noch nicht, aber Halleluja. Ab damit in den Garten, ich bin gespannt, ob wir damit das Gartentor erwischen. Und damit sind wir draußen angelangt mit unserer Dartzone Thunderbolt. Wir haben 5 der originalen Darts drin, wir haben 5 von den China Force Darts drin und wir haben 5 Elite Darts drin. Mal sehen, wie sich der Blaster hier so schlägt. Das Ziel ist hinter mir das Gartentor. Übrigens, wenn ihr diese Videos gut findet, lasst doch mal ein Like da oder subscribed. Hilft dem Kanal, hilft dem Verein und hilft uns, weiter Veranstaltungen zu machen. Los geht's! Wow! Also die sind alle kurz vom Garagentor aufgekommen. Ich lege mal das Maßband hin. Moment. Und jetzt Elite Darts. Herrje, man hat das gesehen. So ein bisschen Korkenzieher-mäßig immer, ne? Und jetzt zum Schluss China Force. Runde durch. Wir gehen einsammeln und da müssen wir ein bisschen laufen, weil der erste Dart, Elite Dart, hier links abgetrieben, ungefähr 1,5 Meter nach links weg, aber bei 15 Metern. Das war ein Wort. Da liegt schon der erste China Force bei 15,50 Meter ungefähr. So, jetzt kommt erstmal nichts da vorne. Elite Dart Nummer 2 und Nummer 3. Und Nummer 4, der ist mindestens nah bei der Linie, bei 18 Metern. Da liegt auch der nächste China Force. Noch ein China Force, ebenfalls 18 Meter, eher 18,50 Meter. Ein Elite Dart bei 18,50 Meter. So, noch ein China Force, der liegt hier bei der 19 Meter Marke. Das ist echt gut. Und jetzt hier 1, 2, 3, 4 von den originalen Darts to Dance. Alle bei 19 Meter, 19,50 Meter. Da noch ein China Force, knapp bei der 20 Meter Marke gelandet. Ist der Hammer. Ich frage mich gerade, wo der letzte von den Dartzone Darts abgeblieben ist. Der muss hier auch irgendwo sein. Aber diesen mal richtig genau und richtig weit. Die sind richtig gut, die Darts. So, China Force ist okay. Oh, da ist der Dartzone Dart. Hier ist er. Entschuldigung, bei 17 Meter. Der war nicht ganz so weit. Aber insgesamt mit den Dartzone Darts genau und weit. Mit China Force relativ genau. Und die Elite Darts, da ist der Blaster zu potent für. Echt. Mit denen gewinnt man keinen Blumentopf. So, gehen wir rein und reden drüber. Und zack, es ist Zeit für ein Fazit um unsere Thunderbolt von Dartzone. Nicht aus der Max oder aus der Pro-Reihe, sondern einfach mal eine ganz normale Dartzone-Blaster-Geschichte, die hier vor mir liegt. Ich bin ziemlich angetan von dem Blaster. Fangen wir mit den Minuspunkten an. Ich finde die Optik ein bisschen langweilig. Ganz ehrlich, dieses lasche Grün, nee, so ein bisschen Farbe hätte dem Blaster gut getan. So ein paar Aufdruck oder irgendwas. Das finde ich, so wie es ist, echt ein bisschen ja, sparsam. Man merkt den Preis. Aber Lieferumfang finde ich sehr fair. Einstellbare Schulterstütze, die eine gute Qualität hat. Wir haben ein Magazin dabei, was richtig cool aussieht. 15 Darts kann. Das passt. Wir haben einen Blaster, der von der Leistung her schon so ist, aus der Verpackung, wie ein gemoddeter Blaster. Man hat es ja gesehen beim Kroni. Mal eben 100 FPS oder drüber mit Elite Darts. Und das mit normalen Mignon-Zellen. Gut, das ist die US-Version, gebe ich auch zu. Aber Leistung hat das Ding. Da muss man gar nicht viel machen. Ja, Genauigkeit war auch okay. Man hat es draußen im Test gesehen. Die Performance passt. Das ist so ein Sportblaster für Leute, die einfach so Top-Ende dessen wollen, was bei U18 Monster zulässig ist. Das ist echt, echt einfach nett dafür. Also der Blaster passt. Eine Sache noch. Das kann man doch abnehmen. Ich habe es am Anfang vom Video gesagt, das wäre fest. Falsch. Ich habe im Laufe des Videos festgestellt, das kann man abmachen. Mein Fehler. Und dann kann man hier eine andere Optik drauf machen. Dieses Ding finde ich doof. Ganz ehrlich. Also finde ich irgendwie nicht so gut. Es passt zum Blaster und ja, wer es mag, kann es halt dran lassen. Aber ich glaube, das würde ich nicht so gut finden. Das fand ich bei der Spektrum besser. Also, dieser Blaster ist für mich wirklich der Nachfolger der US-Version der Spektrum. Die europäische Spektrum war ja ein kleines bisschen schwächer. Ich vermute mal, die europäische Thunderbolt ist auch ein bisschen schwächer. Aber nichtsdestotrotz, auch die europäische Spektrum war okay. Und ich glaube, die europäische Thunderbolt, wenn es die dann geben wird demnächst, ist auch okay.
wenn man sich mit der, wie gesagt, etwas langweiligen Optik anfreunden kann. Das ist einfach kein Blaster, den man kauft wegen der Optik, sondern weil man einen Blaster haben will, der aus der Packung heraus wirklich gut funktioniert. Und das macht er richtig gut. Deswegen, von mir gibt es 2 Daumen hoch für die Thunderbolt. Ich finde, der Blaster kann was. Da lohnt sich der Kauf. Das ist wirklich fair. Macht bei nichts mit falsch mit. Und modden kann man ihn auch. Ja, kann man auch zerlegen. Ja, wenn er jetzt noch irgendwie so eine Öse hätte zum Tragen, dann wäre es richtig, richtig gut. Aber naja, da kann man ja auch sich ein bisschen Abhilfe beschaffen halt. Daran wird es nicht kranken. Insgesamt sehr guter Blaster. Nicht perfekt, aber wirklich sehr gut. Macht man nichts falsch mit. In dem Sinne. Ihr seid informiert und man trifft sich vielleicht mit der Thunderbolt.